Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum 59. Bonner Wirtschaftstalk hier im Kammermusiksaal des Beethovenhauses in Bonn. Direkt nebenan, keine 10 Meter entfernt, verbrachte der berühmteste Sohn der Stadt, Ludwig van Beethoven, 22 Jahre, seine ersten 22 Jahre von 1770 bis 1792. Dann ging es für ihn nach Wien. Damals war das mit der Mobilität und mit den Fortbewegungsmitteln noch recht überschaubar. Die Eisenbahn gab es noch nicht, die kam erst, ich habe es nachgelesen, 1835, Nürnberg-Fürth, das waren nur 6 Kilometer. Und das Auto gab es auch noch nicht, dafür aber Pferde. Doch Pferde waren nur was für Reiche und die Pferdekutsche, die Postkutsche, war eigentlich auch zu teuer. Die Lösung für viele damals, zu Fuß gehen. Und hier ist die Brücke ins 21. Jahrhundert. Das kann unter Umständen in Bonn und der Region immer mal wieder die schnellste Variante sein, wenn man sich die verstopften Straßen aktuell so anschaut. Sie haben sich hier im Saal von der Arbeit oder von zu Hause auf den Weg ins Beethovenhaus gemacht. Und das ist die allerbeste Vorbereitung auf diese Sendung und auf das Thema Vorfahrt, Veränderung, Vielfalt, die Verkehrswende am Beispiel der Region Bonn. Egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, mit der Bahn oder mit dem Auto, viele, die auf Reisen gehen, die haben was zu erzählen, die haben eine Geschichte zu erzählen. Und ich hoffe, es geht Ihnen alle gut und Sie sind gut hier angekommen. Ich habe den ersten Eindruck, zeigt mir, es scheint so zu sein. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch diejenigen, die uns bei Facebook und bei YouTube live zusehen, denn der Bonner Wirtschaftstalk wird ja live gestreamt, also live über das Internet ausgestrahlt. Also auch ein herzliches Hallo an Sie da zu Hause oder wo Sie uns gerade zusehen. Ja, wie das mit der Mobilität und der Mobilitätswende besser laufen könnte, warum es heutzutage häufig so oft hakt, wie sehr wir uns umgewöhnen müssen und wie Mobilität der Zukunft in Bonn aussehen könnte, das diskutieren wir mit unseren 4 Gästen. Den Anfang macht Dr. Olga Nevska, Chefin der Telekom Mobility Solution. Sie beschäftigt sich mit Mobilität im Unternehmen, mit der Mobilität der Mitarbeitenden. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und ich habe mir sagen lassen, Sie denken auch über die Unternehmensgrenzen hinaus und das ist gut so. Wie groß ist denn so diese Unternehmensflotte bei der Telekom, die Sie dazu verantworten haben? Also Telekom hat 2. größte Flotte Deutschlands. Ob es gut ist oder schlecht, in Bonn sind auch ist 1. größte Flotte Deutschlands bei Deutsche Post und wir verfügen aktuell über 22.000 Fahrzeuge, deutschlandweit. Wie sehr braucht die Telekom noch Autos? Das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen, weil öfters denken wir, oh, diese Unternehmen, die haben so viele Dienstwagen, also diese Dienstwagenprivileg. Also Telekom hat in diese 20.000 Fahrzeuge auf der Straße, 14.000 Fahrzeuge sind dafür da, dass wir heute streamen können, also Netzausbau deutschlandweit. Und wenn man Probleme mit Internet hat, zu Hause kommt auch ein Techniker, auch andere Provider, welche im Kofferraum Klein Telekom hat. Also 14.000 sind schon da und ca. 1,5 sind wirklich Firmenwagen und Rest Vertriebler. Also das muss man schon sehr differenziert sehen, was so in der Flotte drin vorhanden ist. Axel Fell ist mit dabei. Er sitzt im NRW-Vorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs des ADFC, der heute natürlich mit dem Fahrrad angereist ist. Hallo Herr Fell. Und Herr Fell ist jetzt nicht einfach aus der Bonner Innenstadt, aus der Südstadt oder aus Kessel nicht mal gerade hier rübergerutscht mit seinem Fahrrad, sondern er ist gekommen aus Köln-Bocklemünd, 38 Kilometer. Mit dem Fahrrad unterwegs, mit dem Fahrrad angereist, ist das bei Ihnen, ist das Begeisterung, ist das sportlicher Ehrgeiz, Gewohnheit oder vielleicht die Angst, auf der Straße oder auf der Schiene stecken zu bleiben? Also es ist alles. Zum Fahrradfahren gekommen bin ich eher so aus dem Freizeitaspekt und ein bisschen Sportaspekt heraus. Aber mittlerweile benutze ich das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel. Das heißt, ich bestreite alle meine Fahrten wie hierher eben mit dem Fahrrad. Also so bis 80 Kilometer mache ich das durchaus. Denn er fährt mit dem Fahrrad auch dann nach Hause. Das sind dann nochmal 40 Kilometer, das wollen wir nicht verschweigen. Genau. Herr Fell, schön, dass Sie da sind.
Christian Fassbender ist da, von Fassbender Tenten, Unternehmer im Bereich Baustoffhandel in Bonn und Mitglied in der IHK-Vollversammlung. Herzlich willkommen, Herr Fassbender. Dankeschön. Ja, für ihn, für Herrn Fassbender, ist Mobilität wahrscheinlich keine individuelle persönliche Fragestellung, also zumindest beruflich. Er muss sich vielmehr jeden Tag damit auseinandersetzen, wie er Mitarbeiter und Waren durch Stadt und Land lotsen kann. Wie gut hat das heute geklappt? Ja, das klappt natürlich immer gut im Sinne unserer Kunden, weil was wir versprechen, mein Fuhrparkleiter ist heute Abend auch hier, was wir schon versprechen, das halten wir. Das heißt, der Kunde ist auf die Waren angewiesen, sie müssen dorthin transportiert werden. Und dann wird eben länger gearbeitet oder früher angefangen. Eins steht fest, es dauert viel länger wie noch vor 3, 4, 5 Jahren, weil die Staus immer mehr zunehmen. Darüber werden wir sprechen. Herr Fassbender. Und Theo Jansen ist mit dabei, Leiter des Zukunftsnetz Mobilität NRW. Er berät Kommunen und Städte, wie sie das Thema Mobilität bei sich anpacken können. Herzlich willkommen, Herr Jansen. Und Herr Jansen hat eine Vision, oder das Zukunftsnetz Mobilität hat eine Vision. Die Vision ist, dass alle Menschen in NRW und auch darüber hinaus klimaneutral und nachhaltig mobil sind. Das ist meine Vision. Wie schlägt sich denn Bonn im Vergleich zu anderen NRW-Städten? Also eine Vision, denke ich mir, ist immer möglich, wenn man ein Ziel haben will. Eine Mondlandung ohne Vision wäre auch nicht möglich gewesen. Von daher beschreibt so eine Vision sicherlich so ein Idealbild oder wo man auch hinkommen will. Wo Bonn im Ranking steht, ich habe jetzt keine Klassifizierungen, aber Bonn aus meiner Perspektive, und wir beraten mittlerweile 320 Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen, ist aus meiner Perspektive auf einem guten Weg, die Mobilitätswende zu erreichen. Lassen Sie uns noch einen Satz zum Zukunftsnetz Mobilität sagen, damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Wie würden Sie es kurz erklären? Das Zukunftsnetz Mobilität ist eigentlich keine juristische Person, sondern ist ein Netzwerk auf zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, die Verkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen haben sich zusammengeschlossen. Das ist, ich verkürze es mal, Verkehrsverbund Rhein-Sieg hier fürs Rheinland. Dann ist es der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr im Ruhrgebiet, wie der Name schon sagt, und Nahverkehr Westfalen-Lippe, um die Kommunen zu beraten, zu begleiten und zu vernetzen auf diesem Weg. Das ist das Netzwerk auf der Ebene. Und darunter gibt es dann das kommunale Netzwerk. Von den 427 Städten, Gemeinden und Kreise haben sich mittlerweile 320 Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen auf dem Weg gemacht, mit unterschiedlicher Intensität, um das Thema, was einfach notwendig ist, Mobilitätswende auch zu erreichen. Und wir beraten, vernetzen und qualifizieren die Kommunen. Ein Mobilitätsberater, gut, dass Sie da sind. Dann legen wir los. Als ich jung war, und das ist zugegebenermaßen schon ein paar Tage her, so in den 1980er Jahren, Ende der 1980er Jahren, da setzten wir uns ins Auto, drehten die Musik auf und fuhren in den Sonnenuntergang oder nach Paris oder so. Ist das Auto heute noch so ein Symbol der Freiheit, ganz persönlich für Sie, Frau Dr. Neska, wie sehen Sie das? Oder ist das rum? Also ich komme ursprünglich aus der Ukraine, deswegen meine Kindheit und Jugend sah etwas anders aus. Ich setze mich in ÖPNV und fahre dann weiter. Und als ich nach Deutschland kam 2004, da habe ich gedacht, boah, hier ist ÖPNV, guck mal, da steht, der Bus kommt in 2 Minuten und der kommt. Und das empfand ich als Freiheit. Also deswegen, für mich Auto ist nicht mit meiner aus Kindheit mit vorgelebener Mobilität als Freiheit verbunden, sondern als Lebensstandard und Reichtum. Ich empfahre es langsam anders, aber es ist immer Frage der Perspektive. Das stimmt. Herr Fassbender, wie ist es oder war es bei Ihnen? Also es war so, wie Sie es anmoderiert haben, es war für mich absolute Freiheit. Surfbrett, Golf Diesel und dann nach Holland fahren, wann man wollte. Das war das, was das Leben schön gemacht hat. Und das gibt es viele Erlebnisse, die ich damit verbinde. Und ich nehme das heute auch teilweise noch so wahr, dass ich zu einem Zeitpunkt, zu dem, den ich bestimme, losfahren kann und etwas unternehmen kann. Aber nicht mehr mit dem Golf Diesel? Nee. Entschuldigung. Nein, also nichts gegen Golf oder so. Aber Herr Jansen, wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich bin eigentlich ohne Auto auch aufgewachsen. Ich komme vom Lande. Damals gab es auf dem Lande teilweise gar keine Autos. Also das war dann in den 50er Jahren. Ich glaube, wir vielleicht noch einen Blick mal drauf zu werfen. Aus der Historie ist das richtig, dass das damals Erreichbarkeit und Freiheiten sicherte. Später, als ich 18 war, hatte ich direkt natürlich auch ein Auto vor der Tür stehen. Aber es war für mich kein Symbol von Freiheit. Das ist so emotional belegt, sondern es war einfach etwas Notwendiges, um bestimmte Sachen machen zu können. Wenn ich da eine gute Busverbindung gehabt hätte, hätte ich das auch gemacht. Und ich komme von der niederländischen Grenze und wir haben fast alles auch mit dem Fahrrad gemacht. Auch meine Mutter, mein Vater. Von da war später, als ich ein Auto hatte, ich bin nach Köln gezogen, Umwege, habe ich 1996 auch mein Auto abgeschafft und ich war wieder in meinem Modus von früher. Und es geht. Ich habe 3 kleine Kinder und ohne eigenes Auto kann ich gut leben. Sogar sehr gut. Jetzt sind wir gespannt, was Herr Fell so für Erfahrung gemacht hat oder wie er da sozialisiert wurde. Also wir sind etwa gleiches Alter, schätze ich. Ich habe auch Ende der 80er Jahre einen Führerschein haben müssen, ein Auto haben müssen. Ich komme vom Land und da war es sowohl eine Notwendigkeit, aber auch ein Stück Freiheit. Also ich bin aus meinem Ort eigentlich nur richtig rausgekommen mit Auto. Habe auch lange Auto gefahren, habe auch jetzt noch ein Auto. Aber was ich merke, meine beiden Söhne, die haben kein Auto. Beide nicht. Die sind schon über 30, sind im Berufsleben, sind etabliert, haben Familie und haben gar keine eigenen Autos mehr. Die haben andere Freiheitsbilder und andere Mobilitätsgewohnheiten, als wir damals hatten als junge Menschen. Das hört man auch immer wieder, auch dass nicht unbedingt zwanghaft mit 17 oder mit 18 der Führerschein gemacht werden muss. Am besten passend so, dass ich mit dem 18. Lebensjahr auch damals wirklich den Führerschein... Also damals musste man das wirklich. Dafür ist er vielleicht aber mittlerweile zu teuer, das kann natürlich auch sein. Herr Janssen, wer ist heute mobil und wen muss eine Stadt wie Bonn beispielsweise berücksichtigen, wenn sie das Thema Mobilität angeht? Ich glaube, die Mobilitätsinteressen aller möglichen Verbände oder auch aller möglichen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Darum finde ich das auch so wichtig, hier so eine Gruppe zu haben, wo wir diskutieren können, mal raus aus den Blasen, nicht immer in der eigenen Blase zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob es angebracht ist, aber ich würde gerne mal versuchen, auch zu erklären, Mobilität ist nicht gleich Verkehr, weil das auch immer wieder verwechselt wird. Es heißt immer, die Mobilität hätte in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Das ist nicht so. Die ist in den letzten 30, 40 Jahren hat die Mobilität nicht zugenommen, sondern der Verkehr hat zugenommen. Wenn ich darf, will ich es an einem Beispiel klar machen. Mobilität beschreibt eigentlich nur die Anzahl der Wege, die ich pro Tag zurücklege. Und überlegen Sie mal für sich, Sie fahren zur Arbeit, Freizeit, einkaufen. 3,2 Wege ist ein Durchschnittsmittel in Deutschland. Mittlerweile kippt das wegen Homeoffice. Geht es ein bisschen zurück. Was aber zugenommen hat, ist der Aufwand, um ein sogenanntes Mobilitätsbedürfnis zu befriedigen. Beispiel Brötchen. Sonntags morgens, ich habe Hunger, möchte mir ein Brötchen holen. Früher bin ich aus dem Haus raus, 200 Meter weiter war eine Bäckerei. Ich habe mal das Brötchen holen kommen, zu Fuß, relativ wenig Zeitaufwand. Heutzutage steige ich vielleicht sinnigerweise in SUV, fahre 3-4 Kilometer, um mir ein Brötchen zu holen, habe viel mehr Energieaufwand, viel mehr Kosten, viel mehr Zeit. Es hat sich für mich noch nie erschlossen, was da ein technischer Fortschritt ist. Aber von da finde ich es wichtig, da eben zu differenzieren. Es geht darum, Mobilität, Erreichbarkeiten zu sichern. Das ist total wichtig, dass alle Menschen, die unterwegs sind, ihre Mobilitätsbedürfnisse befriedigen können mit relativ geringem Aufwand und nicht eine Einschränkung erleben müssen. Alle Menschen haben Sie angesprochen. Das ist ja der Kasus Knacktus. Sie sind halt blöderweise alle unterschiedlich. Ja. Also wie kriege ich die denn alle unter einen Hut? Dafür ist Politik da entsprechend zu managen. Die letzten Jahrzehnte waren sehr stark geprägt durch eine autozentrierte Stadt- und Verkehrsentwicklung. Unsere Städte sind nach dem Krieg, wer aus Köln kommt, noch Südfahrt. Das würde man heute nicht mehr bauen. Die sind sehr stark autozentriert ausgebaut worden. Ist keine Bewertung aus der damaligen Zeit auch richtig. Aber heutzutage fehlen ja auch Plätze in den Innenstädten, wo Kinder spielen können, wo sich Senioren aufhalten können. Und das muss man nicht gegeneinander ausspielen, sondern ich glaube, in einer demokratischen Gesellschaft, gerade jetzt, wo wir vor den Riesenproblemen der Erhaltung der Demokratie stehen, ist es notwendig, das auch auszuhandeln. Und wenn man sich mal ehrlich macht, in den letzten Jahren, und ich habe einen Blick auf Nordrhein-Westfalen, wer hat sehr großen Einfluss auf die Kommunalpolitik, die letztendlich vor Ort entscheidet? Und das ist sehr stark dann sehr oft der Einzelhandel gewesen oder die Industrie, ich will das nicht in Abrede stellen, aber die anderen Bevölkerungsgruppen hatten nicht die Lobby vor Ort, um ihre Interessen auch durchzusetzen. Fragen wir doch mal Herrn Fassbender, wie geht man denn an das Thema Mobilität ran,
um wirklich allen gerecht zu werden? Also ich kann jetzt ja nur, so wie Sie aus Ihrer Sicht, ja. Kann ich nur aus meiner Sicht berichten und da in der professionellen Sicht. Und da sind auch sicherlich heute Abend viele anwesend, die genauso den Blick darauf werfen. Nämlich uns bleibt nichts anderes übrig, wie die Bedürfnisse, die Sie formulieren als Kunde, zu befriedigen. Jeder Haushalt in der Bundesstadt Bonn, jedes Haus ist potenziell unser Kunde, bestellt Ware und will die vor die Haustür geliefert bekommen. Im Durchschnitt wiegt die eine Tonne. Wir bewegen jeden Tag 600 Tonnen zwischen Bonn und Düsseldorf und alleine in Bonn bewegen wir 220 Tonnen, ungefähr 35%. So, die werden jeden Tag ausgeliefert an 200 Ablieferstellen. Und da gibt es keine Alternative zu. Da gibt es weder ein anderes Fahrzeug für, ja, weil es eben Schwerlastkräne sind, die einen extrem weiten Aushub haben, bis 35 Meter oder Höhe, noch gibt es eine andere Möglichkeit. So, aber das Gefühl, und was auch Fakt ist, was die Fahrer jeden Tag erleben, ist, dass ihnen diese Arbeit, und die Straße ist an der Stelle ihr Arbeitsplatz, ja, jeden Tag ein Stück schwerer gemacht wird und gefährlicher, viel gefährlicher. Das, was zusammengeführt wird, also diese Schwerlastverkehre zusammenzuführen mit Müttern, die Kinder transportieren, gleich nebeneinander und so, und zu sagen, das ist Mobilität oder das muss so umgesetzt werden, da habe ich echt ein Problem mit. Das erschließt sich mir auch nicht. Lassen Sie uns mal bei dieser Belieferung bleiben. Wie plant man denn solche Routen durch Bonn oder durchs Umland, damit es irgendwie klappt mit dem Beliefern? Gibt es da eine App oder? Ja, die App ist der Herr Dormagen, also das ist der Disponent, der das möglich macht und der schafft das, ja, weil er viel Erfahrung hat und weil er mit seinem zweiköpfigen Team, also mit drei Mann, das den ganzen Tag lang organisiert, dass die Ware zum Kunden kommt. Der Kunde bestellt in aller Regel 12 bis 24 Stunden vorher, wenn es um Großlieferungen geht, natürlich etwas weiter im Voraus. Das lässt sich dann besser planen, ja, aber dann muss das Ganze eben irgendwie teilweise über Nacht oder teilweise am Tage organisiert werden und zum Kunden gebracht werden. Da wird regelmäßig gegen Gesetze verstoßen, ja, weil wir normalerweise für Auslieferungen zum Beispiel über einen Fahrradweg werden die Stützen ausgefahren. In dem Fall müssten wir einen Antrag stellen, weil wir in den Verkehr eingreifen, in den fahrenden Verkehr eingreifen und den blockieren an dieser Stelle. Aber das hat einen Vorlauf von 2 Wochen. So, also das heißt, eine Genehmigung kriegen Sie dann in 2 Wochen. Eine dauerhafte Genehmigung für unseren Job gibt es nicht. Ja? Deswegen wird das an der Stelle so gehandhabt, wie wir es machen. Und so machen es alle. Wir sind ja nicht die einzigen Baustoffhändler in der Region. Man macht es, ja, und das so gut wie möglich. Frau Neska, auf wie vielen verschiedenen Wegen kommt der Mitarbeitende der Telekom zur Arbeit? Wir haben dazu gute Auswertungen. Und 60% unserer Mitarbeitenden kommen mit Auto. Und dann wird sich, also das ist, spiegelt auch Pendelverkehr in Deutschland wider. Und dann teilt sie weiter 18% ÖPNV und dann Fuß und Fahrrad. Und das ist ein Bild, welches grundsätzlich in Deutschland sich spiegelt bei Pendelverkehr und der Arbeitswegen. Und das wollen Sie ändern? Das wollen wir ändern. Weiß ich das nicht, als Fragezeichen. Jetzt, also ich glaube, ja, das wollen wir ändern. Oder wir wollen das insofern ändern, dass man muss sagen, wo wollen wir hin? Was ist jetzt Vision, welche wir in Deutschland im Unternehmen haben? Und im Unternehmen sagen wir wollen CO2 reduzieren. Das ist Ziel, welche wir verfolgen. Das ist gut. Also da glaube ich, wir diskutieren nicht, ob es das richtige Ziel ist. Es ist Ziel und wir glauben dran. Die Frage ist, wie ändern wir das, sodass es richtig ist? Und da gibt es unterschiedliche Instrumente, was ich im Grunde genommen falsch finde, wenn man Auto gegenüber anderen Mobilitätsverkehrsmitteln ausspielt. Mhm. Das ist nicht richtig. Mhm. Aber damit Sie mit Lieferwagen besser durch die Stadt kommen, muss ich 60% reduzieren. Ansonsten kommen wir nicht weiter. Weil wir in Deutschland 48 Millionen Auto haben, bei 43 Millionen Menschen. Es ist Tatsache. Mhm. Und meine erste Aufgabe war, als ich Position übernahm, Olga, wir brauchen eine nachhaltige Mobilität bei Telekom. Das ist wichtig. Elektroauto. Brauchen wir Elektroauto? Die Frage ist, wie sind sie inflationär geworden? Spielen alle mit Passworten? Nachhaltige Mobilität, CO2 runter. Es ist nicht nachhaltige Mobilität. Es gibt Definitorik. Und darauf baue ich auf. Mhm. Nachhaltige Mobilität heißt weniger CO2,
Das heißt sichere Mobilität, was Sie angesprochen haben. By the way, vergessen wir nicht Datenthema. Mobilität ist wichtig. Das ist effiziente Mobilität. Das heißt richtige Mobilität zu richtigem Zeitpunkt, zu richtigem Preis. Mobilität ist sehr teuer. Ja. Wissen wir, was zahlen wir pro Auto, für Auto pro Jahr? Ich frage Zuschauer, haben Sie Gefühl, was Sie ausgeben? Ich möchte es gar nicht wissen. Ja. Ja, gibt es Ideen pro Jahr mit allen Kosten? Es gibt schlaue Leute ausgerechnet. Ja. Das sind circa 800 Euro. Ich wollte gerade sagen, es ist mehr, als wir denken. Ja, so, auf jeden Fall. Dann, ich habe zwei Autos zu Hause, zwei Fahrräder habe ich auch, drei Scooter mit Tochter. Das ist die zweite größte Position nach Wohnung. Es ist sehr viel Geld. So, und dann kommen wir natürlich, ob wir Zugang haben. Deswegen, wir wollen bei Telekom so Mobilität gestalten, dass wir CO2 optimieren, dass wir attraktive Arbeitgeber sind. Aber wir sind als Arbeitgeber in Pflicht auch, Verkehr mit zu steuern, und es gibt Länder, welche Arbeitgeber verpflichten, sogar Mobilitätskonzepte darzulegen, weil wir kennen Friedrich Ebert Allee alle, oder? Da sitzen wir, Deutsche Post, GEZ, Postbank, und alle fahren morgen zusammen, jeder in Einzelautos. Und sie kommen dann nicht weiter mit Liefer. LKW. Genau, deswegen die Frage ist, wie steuern wir Mobilität? Es heißt nicht gegen, das heißt Homeoffice machen, später ins Büro fahren, das heißt Fahrgemeinschaft machen, das heißt Shuttle on Demand, das wir machen. Es sind sehr viele Instrumente, aber ich bitte, dass diese Auto gegen, da bin ich raus, weil ich das komplett falsch, als falschen Ansatz halte. Ich wollte nur gerade sagen, oder mit dem Fahrrad fahren, Herr Feld. Oder mit dem Fahrrad, das habe ich natürlich vergessen. Fahrräder haben wir auch. Sie sind bekennender Fahrradfan. Ja. Aber Herr Feld, was würden Sie sagen, wo liegen die Grenzen der Mobilitätslösung mit dem Zweirad? Also so ein Flügel hier von Herrn Beethoven, den kriegen Sie wahrscheinlich nicht mit. Ne? Also zunächst einmal möchte ich doch auch noch mal sagen, die Verkehrswende ist ja schon der Ersatz von motorisiertem Verkehr durch anderen Verkehr. Also es muss weniger Auto sein und es muss auch weniger LKW sein. Ich finde Ihre Bedarfe sehr berechtigt und ich glaube auch nicht, dass die ersetzbar sind. Aber es gibt ersetzbare Verkehre und die müssen ersetzt werden. Und ich denke schon, dass die Verkehrswende auch darin besteht, die Möglichkeiten für die anderen Verkehrsmittel zu verbessern. Also ich bin heute über katastrophale Radwege gefahren und die Straßen nebendran waren top. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht wechsle. Auf die Straße wechsle. Wo liegen die Grenzen? Vor 5 Jahren hätte ich gesagt, naja, so richtig weit kommt man nicht am Rad. Aber mittlerweile kommt man auch mit dem Rad richtig weit. Also es gibt Elektromobilität. Bin halt heute selber mit dem Elektrorad gekommen. Bin nicht geschwitzt hier angekommen. Also richtig. Das stimmt, ich habe Sie gesehen. Das kann ich bezeugen. Können Sie bezeugen, ja. Sie sind aber auch fit, muss ich sagen, ja. Naja, aber das hilft schon. Und es verbraucht halt nicht so viel Strom wie ein Elektroauto. Es gibt auch, sicherlich nicht für Tonnengewichte, aber es gibt mittlerweile auch Fahrräder, die hohe Gewichte transportieren können. Es gibt Fahrräder, die fast so aussehen wie Lieferwagen. Also die Grenzen verschieben sich. Und da bin ich auch froh, dass es halt auch echt Industrieunternehmen gibt und auch Firmen wie Ihre gibt, die darüber nachdenken, was kann man denn tatsächlich tun. Die Post hat ja, zum Beispiel die Deutsche Post hat ja angefangen, ein Elektroauto zu bauen, den E-Scooter genau. Also die Dinge verschieben sich in Richtung nachhaltiger Mobilität, aber mir ist immer noch zu wenig Initiative da, das Angebot attraktiv zu machen für die Menschen, weil wenn ich mich heute, also man muss schon Idealist immer noch sein, wenn man sich mit dem Rad auf eine 38-Kilometer-Reise begibt, weil die Wege sind einfach nicht gut und man muss dann schon, also in der Masse nicht gut, und ich denke, es muss so sein, dass die anderen Verkehrsmittel mehr Platz, mehr Raum bekommen tatsächlich. Muss das Angebot, bitteschön. Ich komme sofort auf Sie. Sie hatten es eben auch noch. Muss das Angebot, Herr Hansen, attraktiver werden? Sagen Sie das den Kommunen? Mensch, ihr müsst da ein bisschen aufarbeiten, um genau das womöglich aufzugreifen, was wir von Herrn Fell gerade gehört haben? Ja, ich denke mir, das ist sehr zentral für die Mobilitätswende oder Verkehrswende, einfach zu sagen, wir brauchen weniger Autoverkehr. Das ist aber auch kein Ausspielen des Autoverkehrs, sondern das ist Fakt. Wir haben gerade einen Freiheitsbegriff hereingebracht.
Das Bundesverfassungsgericht hat festgeschrieben mit dem Urteil zur Klimaschutzgesetzgebung, wir müssen CO2 reduzieren in verschiedenen Sektoren. Und wenn wir das nicht machen, versündigen wir uns an der Freiheit unserer zukünftigen Generation. Der Freiheitsbegriff ist ein anderer als das, was immer wieder suggeriert wird, Freiheit gleich Auto. Und ich glaube, man ist gut beraten und ich finde es ja eigentlich auch logisch, wenn man sagt, wir müssen mehr Platz für Fußgänger schaffen. Wir müssen mehr Platz für Radverkehr schaffen. Ja, vielleicht auch noch eine Busspur. Müssen wir dann Häuser abreißen? Oder woher sollen wir die Fläche nehmen? Wir fahren alle, ich weiß nicht, ob ich das wirklich für alle sagen kann, aber gerne nach Amsterdam, nach Kopenhagen. Gucken uns das an und finden es toll, auf Plätzen zu sitzen, schönen Cappuccino zu trinken, haben Urlaubsgefühle. Nur wenn wir das hier bei uns versuchen zu übertragen, ist es der Untergang des Abendlandes. Ich überspitze jetzt mal. Und ich glaube, es wäre ganz gut, nicht immer über die Probleme zu reden, sondern gemeinsam mal über Lösungen zu reden. Was die mit Telekom machen, finde ich wunderbar. Sie haben es ja auch gesagt, das macht Telekom ja nicht alleine. Das machen mittlerweile viele Betriebe in der Region Bonn. Stichwort Jobwärts Bonn. Ja. Ne? Ihre Probleme kann ich vollkommen verstehen. Ich glaube, kein normal denkender Mensch wird jetzt sagen, Sie dürfen nicht mehr ausliefern. Sondern gemeinsam zu überlegen, was sehen Sie für Lösungen, um den CO2-Problemen, und wir sind verpflichtet, das zu machen, da eine gemeinsame Lösung zu finden. Frau Nojewska hat es Ihnen gerade schon auch mal dargestellt. Ich glaube, es ist immer ganz gut, mal die Querschnitte sich anzugucken, welche Verkehre fließen da. Und dann zu gucken, was kann ich verlagern? Dann haben Sie Platz für den notwendigen Verkehr. Und da gemeinsam zu überlegen. Und ich glaube, es ist nicht mehr zeitgemäß zu sagen, okay, die Verkehrsingenieure, und die sind so ausgebildet worden, ist zunächst auch richtig, der Querschnitt, wir haben mehr Verkehr, was müssen wir machen? Querschnittsvergrößerung. Ich habe meine berufliche Laufbahn bei der Bezirksregierung in Köln begonnen, Anfang der 90er Jahre. Stau. Wir müssen den Autobahnring Köln ausbauen, damit kein Stau ist. Wer mehr Straßen sät, wird auch mehr Verkehr ernten. Darum ist es doch viel intelligenter. Stau wird es immer geben, weil es irgendwo einen Flaschenhals gibt. Darum ist es doch viel intelligenter, Verkehrsmengen versuchen rauszunehmen durch attraktive Angebote, damit der notwendige Wirtschaftsverkehr auch weiterhin gut fließen kann. Sie haben da gemeinsam zu überlegen. Herr Fassbender, Sie haben eben schon mit den Hufen geschart. Ja, es ist schon ein bisschen vergangen wieder. Ach so. Aber ein Stichwort wäre an der Stelle, es nützt überhaupt nichts, irgendwas zu verordnen, sondern es geht nur über Anreize. Und diese Anreize, die müssen geschaffen werden. Natürlich sind wir für die Mobilitätswende, ist doch klar als Unternehmen. Wir tun auch viel dafür. Wir produzieren 650.000 Kilowatt Strom über Solaranlagen. Wir installieren gerade zum Beispiel 4 Ladesäulen mit 8 Ladepunkten. Wir schaffen entsprechende Trafos an. Das heißt, wir bewegen uns schon in diese Richtung. Nur wir wehren uns dagegen, dass ist ja nicht das Einzige, was ausgerufen wird, die Mobilitätswende. Ja, es kommen so viele Dinge, die auf so ein Unternehmen einwirken und es einfach schwierig machen, seine normale Arbeit zu erledigen. Und von den Steuern will ich da gar nicht reden, ja, sondern einfach die normalen Dinge, die den Alltag bestimmen, die machen es besonders schwer. Und da muss man einfach, Sie haben gesagt, es soll nicht gegeneinander geführt werden, die Verkehre. Ja? Aber das Gefühl hat man eben, wenn man professionell unterwegs ist, wenn man als Handwerker unterwegs ist und mit einem Bulli irgendwo parken will, dann ist das einfach nicht mehr möglich. Ja? Und das geht zigtausend Handwerkern so und es wird der Tag kommen, das garantiere ich Ihnen, wo die Leute entscheiden nach Standort, wo sie einen Auftrag annehmen. Wenn Sie nach Bonn rein müssen und dort eine Toilette entstopfen müssen, ja, und Sie haben den gleichen Auftrag auf der grünen Wiese irgendwo, dann werden Sie sich, wenn Sie die gleiche Zeit am Tag zur Verfügung haben, für den Standort entscheiden, wo die Anfahrt eben keine Stunde länger dauert. Ne, dann können Sie mehr Geld verdienen. So muss man halt denken. So, und insofern plädiere ich dafür, dass nicht immer nur eine Lanze für diejenigen gebrochen wird, die sich mit dem Fahrrad fortbewegen wollen. Ja? Die anderen existieren ja auch und müssen ihren Job erfüllen, müssen die Arbeit erledigen, die zu Hause anfällt bei den Menschen. Von Ness. Ja. Und noch ein Satz. Es gibt ein Recht auf Wohnen, ja, das wird ja an vielen Stellen im Moment nicht mehr so richtig umgesetzt. Das ist ein Menschenrecht. Ja? Und das ist so, das ist in der UN-Charta steht das drin. Ich habe es extra nochmal nachgelesen. Und man muss sich das einfach auch klar machen, was das bedeutet. Ja? Die Menschen haben ein Recht darauf, die Waren zu erhalten, und zwar zu einem vernünftigen Preis in einer vernünftigen Zeit. Frau Nefka, ich komme gleich zu Ihnen, aber vorher sagt Herr Janssen nochmal was.
Nee, ich bin Ihnen dankbar, wie Sie das gerade geschildert haben aus Ihrer Sicht. Jetzt schildere ich mal meine Sicht. Mhm. Ich habe meinen sogenannten Enkeltag. Mhm. Dienstagnachmittags betreue ich meine beiden Enkel. Ich hole die aus dem Kindergarten ab mit dem Lastenfahrrad. Was erlebe ich dort? Mhm. Ich fühle mich eingeschränkt. Ich habe keinen Platz, das entsprechend gut zu machen. Also sind da Interessenskonflikte. Und die müssen wir aushandeln. Und ich glaube nicht, dass Fahrradverkehr so stark hier in Bonn, ich kenne es zumindest nicht, ich bin aber auch nicht in der Lage, Bonner Verkehrsplanung oder Politik zu beantworten, aber ich glaube, es ist notwendig, Räume zu schaffen für andere Verkehrsmittel. Es geht auch, Sie haben geschildert, Betriebe gehen weg. Wo möchte eine Familie mit Kindern eigentlich leben? Es hat was mit lebenswerten Städten zu tun, wenn draußen mehr Platz ist, um entsprechende Lebensqualität auch zu erhalten. Dass Kinder einfach draußen, ich weiß, das klingt für viele jetzt utopisch, aber draußen wieder spielen können. Dass Kommunikationsorte entstehen. Ich glaube, viele demokratische Probleme in unserer Gesellschaft rühren auch daher, dass es in öffentlichen Räumen keine Kommunikationsorte mehr gibt, wo milieuübergreifend sich getroffen wird. Und da fehlt eine soziale Dimension. Und das ist nicht... Das ist keine Argumentation gegen Ihre Argumentation. Ich wollte nur sagen, es gibt Stadtentwicklung, die ist sehr vom Verkehr auch abhängig. Und es gibt ein Recht nicht auf Automobilität, ein Menschenrecht, wie das manchmal tituliert wird. Es gibt ein Recht auf Mobilität, Erreichbarkeiten zu sichern. Es gibt in der Bundesrepublik sehr stark die sogenannte Mobilitätsarmut. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ja. Aber 22% der Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland verfügen über kein Auto. Das sind 13 Millionen Menschen mittlerweile, die über kein Auto verfügen. Und für die muss auch Erreichbarkeit gesichert werden. Der letzte Satz, dann bin ich durch. Aber wirklich, ne? Ja, Elektromobilität ist nicht die Mobilitätswende, ist eine Antriebswende. Und wenn Sie alle Autos mit Batterien oder mit Elektromobilität ausstellen, müssen Sie die Frage beantworten, woher kommt die Energie? Und was haben Sie dann gewonnen an Platz? Was für ein globales Thema. Ich glaube, die beiden Herren werden nach der Sendung noch weiter diskutieren. Genau. Frau Neska, Stichwort CO2 reduzieren, haben Sie selber angesprochen. Wollen wir alle, das ist uns wichtig und das ist das erklärte Ziel. Wird es nicht reichen, wenn wir einfach vom Verbrenner auf das Elektro gehen? Dann haben wir es doch. Jetzt haben Sie das nicht so, ich habe nicht gefühlt, Sie stehen dazu, was Sie sagen, gerade mit CO2. Das war ironisch gemeint. Nein, das wird es nicht, weil nachhaltige Mobilität ist CO2 sicher, effizient, Zugang. Also, wenn wir End-to-End-Herstellung vom Auto anschauen, mit Batterie und allem, es ist immer noch nicht CO2-neutral. Ich dachte, es wäre so einfach. Ja. Es wird nicht reichen. Und es gibt theoretische Ansätze, wie man CO2 reduziert. Erstmal sich gar nicht zu bewegen. Zero Mobility kennen wir Homeoffice, wobei auch dann gehen Info-Data-Center hoch und arbeiten. Zweiter Weg, dass man sagt, wir fahren nicht alleine. Das ist interessant. Ich bin immer noch bei dem Punkt, wir dürfen Auto nicht ausspielen gegeneinander. Warum? Nicht Auto das Problem, sondern wie nutze ich das? Habe ich das? Steht es 90% der Zeit vor meinem Haus? Teile ich das? Habe ich das in Leasing? Ich glaube, das ist so ein Thema. Dann kann ich natürlich, wenn ich nicht teilen kann und nicht zu Fuß und nicht Fahrrad, dann gehe ich auf Elektro und dann alle anderen Antriebe. Das ist theoretischer Ansatz. Ich gehe kurz auf Ihren Punkt. Ja. Bezüglich Gewerbe, weil das Thema haben wir auch. Wir haben 14.000 unserer Techniker, die auch zu Ihnen nach Hause kommen wollen, auch durch die Städte kämpfen und so weiter. Es ist ein Thema natürlich mit der Verkehr in der Stadt und wir kommen Handwerker, wir kriegen auch Handwerkausweise, damit wir Parkplätze finden. Und das Thema ist doch, es ist Investitionsstau. Also gute Nachricht ist, Bonn ist nicht schlechteste Stadt in Deutschland. Schauen wir den Stauindex. Es gibt andere Situationen. Aber das liegt eben daran, dass jeder jetzt mit dem Auto fährt. Dann kommen sie nicht durch, kommen unsere Leute nicht durch. Und wir fangen kreativ zu sein. Unsere Techniker fahren jetzt fast alle elektrisch. Die haben Scooter im Kofferraum und bedienen Kunden mit Scooter. Das setzen wir in Städte ein. Das kann ich mir erlauben, bei Ihnen wird schwieriger schon mal. Aber das sind Einsätze, wo tatsächlich Gewerbeflotten werden kreativer sein und überlegen, wie kommen die trotzdem zu Kunden. Und eins muss man sagen, die Probleme, über die wir sprechen, kommen jetzt nicht, weil in Bonn Verkehrswende gestartet hat. Das ist irgendwo anders. Also Investitionsstau. Warum reparieren wir diese Autobahnen? Nicht, weil irgendwie hier Verkehrssenat hat gesagt, wir reparieren, weil
also Investitionsstau ist da, die müssen repariert werden. Was natürlich stattfinden soll, tatsächlich eine Entscheidung, wo wollen wir hin? Nehmen wir alle mit, dass sie ihr Sachen liefern, dass unsere Mitarbeiter ins Büro kommen und sie haben recht. Wir kennen viele Themen, dass in der Zeit von Krise Rewe hatte Probleme, Menschen an die Kasse zu bekommen, weil es halt verdammt teuer geworden ist. Also das muss man schon differenzieren. Differenzieren und es sind schwierige Zeiten. Es gibt den ADAC, den Allgemeinen Deutschen Automobilclub, und es gibt den ADFC, den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Das klingt wie Geschwister. Sind die beiden wie Feuer und Wasser oder gibt es Gemeinsamkeiten? Wie würden Sie das sagen? Also ich denke schon, dass wir heute, dass der ADAC auch in Richtung nachhaltige Mobilität tatsächlich denkt. Es gibt eine sehr starke Fokussierung zum Beispiel auch auf den Radverkehr. Es gab Zeitungen, die rein über den Radverkehr geschrieben haben. Es gibt mittlerweile eine Pannenhilfe vom ADAC beispielsweise auch für Räder, von uns auch. Und ich sehe das eigentlich gar nicht als Konkurrenz, sondern ich sehe das schon als sinnvolle Ergänzung. Ich bin auch übrigens gar nicht, ich würde vielleicht auch mal einfach darum bitten, und dann ändern vielleicht nicht immer in diesen 100% unter, na, also kein Auto mehr oder kein. Mhm. Also ich habe mal einen Vortrag von einem holländischen Verkehrsplaner bei uns auf einem ADFC-Forum gehört, der hat gesagt, in Holland machen wir alles. Also wir bauen Autos, wir bauen Straßen, wir bauen Radwege, wir bauen tollen ÖPNV, das ist auch so, die haben tolle Bahnen. Und die investieren halt eben in die Mobilität und machen ja vieles möglich. Und natürlich fahren in Holland alle Menschen in der Stadt Rad kurz. Sie parken ihr Rad am Bahnhof und fahren dann mit der Bahn weiter. Und wenn sie weite Strecken fahren, fahren sie mit dem Auto. Also die machen alles und sind, glaube ich, einfach einen Schritt weiter als wir, weil wir immer noch sehr stark in wir nehmen etwas weg, denken, ja. Ja, und auch das Gefühl erzeugen, wir bekommen etwas weggenommen und ich glaube, das müssen wir ändern. Ich glaube, dass wir tatsächlich versuchen müssen, die Dinge gemeinsam zu gestalten und adäquat für die entsprechende Verkehrssituation zu gestalten. Herr Fassbender und dann Herr Jens. Das ist ein super Stichwort, Herr Fell, weil genau so ist es. Also ich habe gelernt als Unternehmer, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du dir erst einen Plan machen. Ja, und dann musst du dir ausdenken, wie lange brauchst du, um das Ziel zu erreichen. Und dann musst du überlegen, wie viel Geld brauchst du dafür. Und dann fängst du an und irgendwann wirst du fertig, ja, mit deinem Plan. So, aber was Bonn oder auch andere Städte unter Verkehrswende verstehen, ist genau das, was Sie sagen. Das ist ein Eimer Farbe. Ja, und der wird auf einer Straße ausgekippt, ja, wo vorher Autos gefahren sind. Also so empfinde ich es jetzt mal. Das ist ein Problem, das ist nicht so trivial, wie ich es jetzt gerade geschildert habe, das ist auch klar, ja. Aber trotzdem, das ist das Empfinden, das ist das, was da ankommt. Es sind ja, die Menschen sind ja nicht alle, die machen sich nicht alle unseren Kopf, die nehmen nur das wahr, was da gerade passiert. So. Und wenn man dann eben verschiedene Beispiele, die will ich jetzt gar nicht aufzählen, aber hernimmt und sagt, warum muss das denn ausgerechnet da sein? Warum führt denn diese Straße nicht am Rhein entlang? Warum sind da kleine Straßen, wo Fahrräder sich noch nicht mal begegnen können, weil dieser Fahrradweg so schmal ist? Warum wird der nicht verbreitert? Stattdessen wird die B9 zum Fahrradweg gemacht. Ja? Das ist natürlich einfach, weil es keine Investition ist. Super simpel. Ja? Also das kann ich dann sagen, dann habe ich mein Wahlversprechen umgesetzt. Ne? Ich habe jetzt ein Fahrradwegnetz von x Kilometern geschaffen, das habe ich euch versprochen. Aber in Wahrheit ist das keine Lösung. Das ist das, was Sie eben gesagt haben, das ist ein Gegeneinanderführen und das führt nicht zu Befriedung, sondern das führt einfach nur dazu, dass der eine auf den anderen irgendwie sauer ist und ich glaube auch, dass da Unfälle passieren. Ja, ja. Herr Jansen, ein Eimer Farbe und weg ist die Straße. Ja, aber ich glaube, wenn Sie ernsthaft diskutieren wollen, nehme ich das jetzt mal unter Humor vor, sondern ich glaube, Sie können sicher sein, dass die Stadt Bonn dabei ist, ein konsistentes Programm, einen Verkehrsplan, Sustainable Urban Mobility Plans nennt sich das heutzutage, auch zu entwickeln. Und das ist dann nicht die Farbe, sondern geht über Raumstruktur, Nahversorgung, all das. Das braucht seine Zeit. Was 20, 30 Jahre verschlafen worden ist in Investitionen, muss jetzt alles nachgeholt werden. Das Zweite, mit dem Eimer Farbe nochmal zurückzukommen.
Ich glaube, die Verkehrswende oder Mobilitätswende ist kein Problem von Verkehrsplanung. Man weiß eigentlich, was zu tun ist, sondern ist ein Kommunikationsproblem. Was hier auch wieder so diskutiert wird, bitte nichts gegen das Auto. Ja, ist auch vollkommen richtig. Aber dann lassen Sie uns doch darüber diskutieren, für was sind wir, nicht gegen, sondern für was. Die Automobilindustrie macht es uns doch vor. Schauen Sie mal eine Autowerbung an. Da wird mit Emotionen geworben, bis zum geht nicht mehr. Es geht nicht um die Karre, die da fährt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, sondern es geht um Emotionen. Die Mutter wird plötzlich von ihrem Sohn angestrahlt, wie toll sie doch fahren kann. Und alle Autos fahren draußen auf den Straßen rum, ohne dass ein anderes Auto da ist. Und das fehlt bei vielen Kommunen, diese positive Erzählung, positives Narrativ, wie das heutzutage zählt. Für was mache ich das eigentlich? Lebenswerte Städte, dass es der Wirtschaft besser geht. Auch ein Einzelhandel profitiert von einer Mobilitätswende. All das, das mal in Positiven vorne zu rücken. Und dafür braucht man eben auch Geld, um eine gute Kommunikationsstrategie zu machen. Brauche ich eine Unternehmensführerin nicht zu sagen, wie wichtig Marketing, wie wichtig, also ist mehr als Öffentlichkeitsarbeit, ist Marketing, da entsprechend was zu machen. Und das ist einfach wichtig. Und ich glaube, das wäre gut für die Stadtgesellschaft, diese Diskussion auch zu führen. Und ich kann sehr gut die Diskussion auch verstehen. Ich glaube, die Diskussion, die im Hintergrund schwelbt, ist, wem gehört die Stadt? Und die Diskussion, finde ich, muss zwischen den unterschiedlichen Zivilgesellschaft, Stadtgesellschaft, muss geführt werden. Und das ist nicht, sie abzuwürgen oder sonst was, sondern diese Diskussion finde ich sehr, sehr spannend. Und dann geht es um lebenswerte Städte. Aber vielleicht machen wir es mal an einem konkreten Beispiel. Ich würde gerne noch einen Moment bei dem Eimer Farbe bleiben. Es gibt aktuell, und das weiß das Publikum auch oder viele von Ihnen, die in Bonn tagtäglich unterwegs sind, es gibt diesen Verkehrsversuch nur wenige hundert Meter von hier entfernt auf der Adenauerallee, der B9, der Nord-Süd-Achse. Da gibt es seit kurzem nur noch 2 statt der 4 Autospuren. Und dafür haben die Fahrradfahrer mehr Platz. Das ist jetzt ein Versuch, ich glaube, bis April. Meine eigene Erfahrung, der in Bonn lebt, sagt, das hat schon bei 4 Spuren im Berufsverkehr gestaut. Und jetzt staut es sich bis zum Horizont. Also von daher laufen wir dann ja schon Gefahr, dass da der eine doch vielleicht mit dem anderen ausgespielt wird, weil parallel ja auch noch Straßen am Rheinufer beispielsweise zur Verfügung stehen, das Brassertufer, wo ich mit dem Fahrrad ja fahren darf, oder beispielsweise auch auf der Kaiserstraße auf der anderen Seite der B9, wo nur der ÖPNV und Radfahrer zugelassen sind. Ist das nicht dann doch ein Ausspielen, Herr Fell? Das kommt drauf an. Ich denke tatsächlich, dass es... Naja, ich denke tatsächlich, also ich kenne die Situation hier nicht, bin jetzt hier über eine Straße gekommen, wo eine Busspur, eine sehr breite Busspur war, wo ich mit dem Rad drüber fahren konnte, das fand ich sehr gut. Mhm. Ob sich das daneben dran staut, weiß ich nicht genau. Ich glaube auch tatsächlich, Herr Jansen, dass wir nicht wirklich alles wissen, was wir tun sollten. Ich glaube, dass wir Dinge versuchen müssen. Und wenn das ein Versuch ist, der sich nicht als tauglich erweist auf der B9, dann sollte er auch nochmal zurückgeführt werden. Aber versuchen würde ich es schon, weil also der Weg am Rhein also auf Bonn zu, der war nicht sehr angenehm zu fahren. Mhm. Da sind viele Fußgänger unterwegs, das ist viel gefährlicher. Also für Radfahrer finde ich das zum Beispiel viel krasser, mit Fußgängern zu tun zu haben, mit Hunden und was weiß ich was zu tun zu haben, als mit Autos zu tun zu haben. Da fahre ich fast lieber neben einem LKW her, als ständig zwischen den Fußgängern hin und her zu pendeln. Also ich glaube schon, dass man auch solche Dinge mal machen muss, um zu erfahren, wie läuft's denn. Und da, das meinte ich vorhin auch mit diesem 100%-Denken, da finde ich, sollten wir den Dingen auch mal Zeit und Muße geben, sich einzupendeln tatsächlich. Und da denke ich, dass es einige Interessenverbände sehr schnell damit sind, solche Versuche auch mal zu torpedieren, dagegen zu klagen, sie in der Öffentlichkeit, in der Kommunikation auch madig zu machen. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Ich denke, wir müssen schon probieren. Es ist ein Aushandeln. Und das Aushandeln bedeutet aber, ich muss mal was machen und gucken, wie es aussieht. Wenn es gemacht ist und es geht schief, dann eben gab es Applaus, dann weiß natürlich jeder sozusagen, aber vorher weiß man es noch nicht. Und ich wäre schon sehr dafür. Ich kenne mich jetzt in Bonn nicht so aus, in Köln kenne ich mich ganz gut aus. Die Verkehrsversuche, die dort gelaufen sind, waren an sich gar nicht so schlecht, aber sie wurden sehr schnell madig gemacht und sehr schnell kaputt kommuniziert auch. Frau Neske, was würden Sie sagen als Chefin in einem
Weltunternehmen. Wie schwierig ist die Vermittlung von der Transformation der Mobilität? Also wie kriegt man das an die Frauen, an den Mann? Also wie kriegt man es vermittelt? Welche Wege muss ich gehen? Wie schwierig ist das oder kann das sein? Ich glaube, Mobilität ist ein von komplexen Systemen, weil jeder mitreden kann. Es trifft jeder. Und es ist eigentlich unser Recht, überhaupt dabei zu sein. Mhm. Das ist Mobilität. Deswegen, man muss sensibel damit umgehen. Aber Transformation ist immer sehr schwierig. Man muss aber damit anfangen. Und es gibt diese Phasen, Teil der Tränen, vielleicht da, wo wir gerade sind. Und dann kommen wir alle raus und dann finden wir uns gemeinsam. Aber warum ist das schwierig? A, wenn wir was ändern wollen, wollen wir erstmal, wie wir damit umgehen, bei Telekom richtige Angebote schaffen. Mhm. Es müssen richtige Angebote sein, damit ich überhaupt Freiheit habe, mich zu entscheiden, womit ich unterwegs bin. Und diese Angebote zu schaffen, das ist nicht nur Aufgabe von Arbeitgeber, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und da bemühen wir uns. Machen Sie mal Beispiele. Also welche Angebote machen Ihre Mitarbeitenden? Okay. Wir haben Auto, wenn Auto, dann Elektro. Wir haben für alle Mitarbeitenden Angebot Auto-Abo, auch elektrisch. Das heißt, außerhalb von meiner Flotte. Gehaltsumwandlung und Fahrrad. Wir haben mittlerweile 25.000 Gehaltsumwandlung Fahrräder. Wir haben Shuttle on Demand. Ich hoffe, viele kennen Bono, unser Magenta Shuttle. Es ist dafür da, dass unsere Mitarbeitenden tagsüber nicht jeder in einem Auto fährt, sondern dass sie mit Shuttle, dass wir das teilen. Carsharing, privat und dienstlich, deutschlandweit, nur für unsere Mitarbeitende. Wir verdienen damit kein Geld. Das ist wirklich intern. Wenn man Dienstwagen nicht will, kann man Geld in Rente investieren. Man kann auch auszahlen lassen oder Sabbatical nehmen. Und wenn wir, also ich habe über Bonn auch positive Beispiele. Wir haben gemeinsam durch Initiative von Stadt Bonn, Stadtwerke Bonn, Kölner Stadtwerke eine Losung auf Beine gestellt, welche jetzt live geht. Ein bisschen Werbung heißt Gutreit, aber am Ende des Tages haben wir unsere Mitarbeitenden gefragt, was braucht ihr? Was braucht ihr, um Freiheit und Mobilität zu haben? Und die haben gesagt, wir brauchen diese App, welche von A nach B uns Mobilität zusammenbringt, damit wir das buchen können, dass wir entscheiden können, abhängig von Situation, ich möchte Carsharing, ich möchte Scooter, ich möchte Fahrrad, ich möchte ÖPNV oder ich möchte Auto-Carsharing. Und diese Lösung haben wir mit der Unterstützung von Stadt Bonn, Stadtwerke Bonn und Arbeitgeber jetzt auf Beine gestellt. Das ist eine gemeinsame Lösung von mehreren Parteien. Und Rhein-Sieg, und diese Lösung wird jetzt live gehen und wir werden gemeinsam lernen, wie machen wir das richtig, weil wir wissen, warum unsere Mitarbeitenden mit Auto kommen. Die sagen, wir würden anders fahren, aber guck mal, von unseren Headquarters, da ist diese UN-Campus-Station von der Bahn, S-Bahn, aber diese 1,8 Kilometer will ich nicht zu Fuß laufen. Mhm. Also, wir stellen Shuttle on Demand und wir haben diese Projekte mit Stadtwerke Bonn. Insofern, Angebote schaffen, Awareness schaffen. Wir machen sehr viele Kampagnen dazu und da kommt man nicht umherum. Irgendwann sind wir bei der Frage, wie sehen Regeln aus? Das haben wir in Telekom in gewissen Bereichen auch gemacht. Mhm. Wir haben seit 2019 mit Elektromobilität gestartet und ausprobiert und jetzt haben wir Regeln geändert. Wenn man bei uns Auto haben möchte, ist es nur elektrisch. Also wir haben ausprobiert, Erfahrungen gesammelt, Ladesäulen ausgebaut, wir haben ein Portfolio sehr groß und jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben alles gemacht, jetzt nur elektrisch. Und das ist natürlich schwierig, Begrenzung von Freiheit und nicht, aber wir werden nicht umherum kommen, nachdem wir ausprobiert haben, entscheiden, wo investieren wir als Gesellschaft Geld. Das ist viel Geld, was wir investieren in ÖPNV und Autobahnen. Ich gönne uns, aber wir werden diese knappen Ressourcen irgendwann effizient verteilen müssen und die Entscheidung wird kommen. Mhm. Und ich hoffe, dass wir als Unternehmer klare Ziele festgelegt haben, damit alle weiterhin dabei sein dürfen, um richtig effizient Ressourcen zu verteilen. Und pathetisch oder nicht, wir wollen unseren Kindern auch gute Städte hinterlassen. Die Vermittlung der Transformation von Mobilität, darum geht es ja gerade. Herr Janssen, was würden Sie sagen, welche Bevölkerungsgruppen tun sich leicht mit der Veränderung? Würde ich nicht so pauschal sagen können, aber ich finde so vier Faktoren für Transformationsprozesse halte ich total für wichtig. Mhm. Das erste ist Haltung zeigen.
sagen, für was man steht, welche Notwendigkeit da ist. Und das ist bei unserem Thema, ist es zunächst mal der Klimawandel und sind es nach wie vor die hohen Verkehrstoten und Schwerverletzten in dem Bereich. Das Zweite ist beim Transformationsprozess, sagte ich gerade schon, die positive Geschichte. Die brauche ich unbedingt. Das Dritte beim Transformationsprozess, und da komme ich dann noch auf die Frage nochmal zurück, ist out of the box. Die unterschiedlichen Milieus zusammenzuführen und da auch Lösungen versuchen, gemeinsam zu arbeiten. Nicht das Ziel in Frage zu stellen, das ist vorgegeben. Aber wie komme ich zu der Lösung hin? Und das Vierte ist, ich glaube, da müssen wir uns alle wirklich ehrlich machen. Es bleibt nicht so, wie es ist im Augenblick. Die Krisen, ich habe auch mal Geschichte studiert, es gab immer Krisen, im Augenblick wird es ein bisschen auch gehypt. Aber es gab immer zu jeder historischen Situation eine Anzahl von Krisen. Aber diese Krise mit Klimakrise ist so fundamental. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der mit der Klimakatastrophe verhandeln kann. Es wird eine Veränderung geben. Und so zu tun, beruhigt euch mal alle. Es bleibt alles beim Alten. Das ist eine unverantwortliche Politik. Viel wichtiger ist, und das muss man den Menschen sagen, es wird Veränderungen geben, die tun weh, aber man gewinnt auch irgendetwas. Und das wird unterschiedlich ausfallen. Und den Satz dann bitte, oder das auch nochmal, es herrscht eine totale soziale Ungerechtigkeit auch im Bereich der Mobilität oder CO2-Fußabdruck, wie das so schön heißt. Durchschnittsmenschen haben ungefähr 10 bis 12 Tonnen CO2 im Jahr, diese entsprechend dann in die Luft verpesten. Die obersten Reichen, die haben 2000 Tonnen. Und das ist nicht sprunghaft, sondern das geht so hoch. Urlaub verbringen und Sonstiges. Also da kommt man auch sehr schnell an soziale Probleme heran. Und ich glaube, da bin ich voll bei Ihnen, das muss alles gesellschaftlich ausgehandelt werden. Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Ich sage das ungern, aber es ist leider Realität. Und wer das den Leuten vormacht, finde ich, macht eine unverantwortliche Politik. Und Sie reisen. Und Sie reisen beim Klimagipfel zum Teil mit dem Learjet an. Die IHK Bonn-Rhein-Sieg, die Industrie- und Handelskammer, hat im Sommer vergangenen Jahres eine Kampagne gestartet. Das haben sicherlich einige von Ihnen mitbekommen. Es ist auch immer mal wieder auch in der Stadt plakatiert. Der Titel Vorfahrt Vernunft. Bei dieser Kampagne ging es und geht es um eine bessere Mobilität. Das, worüber wir auch gerade sprechen. Vor allem aber auch für die gewerbliche Wirtschaft, sonst hätten die ihren Auftrag nicht richtig erfüllt bei der IHK. Ich darf mal ganz kurz zitieren. Die Kampagne richtet sich ausdrücklich nicht gegen eine Verkehrswende, sondern steht für eine Verkehrswende und jetzt kommt es aber durchdacht. Und weiter, wir wollen durch vernünftige und konstruktive Vorschläge erreichen, dass weniger Staus entstehen, Baustellen besser koordiniert und Liefer- und Ladezonen ausgeweitet werden. Wasser auf Ihre Mühlen. Richtig, genau. Das Thema ist letztendlich, Sie haben es im Prinzip formuliert, Wenn man nicht kommuniziert, dann wird man erzogen, ja, und erziehen lassen tut sich eben keiner mehr, der erwachsen ist. Das möchte man nicht. Ja. Ich möchte mich entscheiden können für etwas oder gegen etwas. Das ist meine Haltung. Und das ist auch im Übrigen meine Auffassung von Demokratie. Ja. Das spielt da aus meiner Sicht auch mit rein. Ich habe wirklich große Probleme damit, Dinge einfach vorgesetzt zu bekommen, ohne dass sie erklärt werden. Und Verkehr ist essentiell. Das ist ein Thema, das ist essentiell für das Überleben der Menschen, der Handwerker, die Ein-, Zwei-Mann-Betriebe. Sie greifen in das Herz dieser Menschen ein, weil sie dieses Fahrzeug brauchen, um ihre Arbeit zu erledigen. Da kann man drüber lachen, aber es ist eben nicht jeder Doktor und studiert und wohnt in der Südstadt, sondern die Menschen wohnen irgendwo einfach auf dem Land und haben dort ihre Arbeit zu erfüllen. So, und deswegen plädiere ich dafür, dass man erstmal auch mal den Druck rausnimmt. Ja, also diese Zeit, in der das hier in Bonn alles umgesetzt werden soll, das ist doch Wahnsinn. Ja, wie gesagt, was Sie gesagt haben, ich stimme voll zu. Ich bin für die Verkehrswende, ich bin für Elektromobilität, ich bin für Fahrräder. Ich betreibe selber ein Fahrradreparaturgeschäft. Also ich bin wirklich dafür. Ja, nur, das geht nicht alles über Nacht und schon gar nicht in 2 Jahren. Das muss man lange planen, das muss man ausprobieren. Und am Ende muss man sich dann für die richtige Seite oder für das Richtige entscheiden. Aber nicht ideologisch und nicht erzieherisch, sondern so, wie man eben mit erwachsenen Menschen umgeht. Ich hätte Sie auch beide auch eh angesprochen, Herr Fell. Was sagen Sie zu dieser Kampagne oder auch zu dem, was wir gerade gehört haben? Also bei aller Liebe...
Also Sie haben nicht vollständig zitiert. Ich habe auch die Kampagne, glaube ich, gesehen. Da ging es auch um Schutzräume für Autos und so etwas habe ich dann. Ne? Also tatsächlich. Also das hat mich ein bisschen gewundert. Ne? Also Naturschutzräume für Autos wundern mich dann tatsächlich ein bisschen. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich nicht ganz ehrlich, also ich sage es mal anders, andersrum ging es einfach. Ne? Also in den 50er Jahren wurden einfach überall Straßen gebaut. Und da hat auch niemand gefragt, ob enteignet werden muss und was weiß ich was. Da wurden einfach Straßen gebaut. Jetzt sind wir an der Stelle, wo es andersrum gehen muss. Ich glaube, dass der Raum auch tatsächlich umverteilt werden muss. Ich glaube, dass der Raum für Autos weniger werden muss und für andere Verkehrsmittel mehr werden muss. Und die B9 mag jetzt ein schlechtes Beispiel sein, aber wenn diese Situation vielleicht nur ein paar dazu bewegt, umzusteigen vom Auto aufs Rad, haben wir schon ein bisschen was gewonnen. Und tatsächlich glaube ich, dass es so kommen muss und Verkehrsflächen umgewidmet werden müssen. Und Sie sehen das sozusagen als Bevormundung. Das ist es aber eigentlich, finde ich, gar nicht. Sondern es ist eine einfache Ordnungsmaßnahme, wo gesagt wird, wir wollen jetzt nicht mehr, dass dort Autos fahren, sondern dass dort Fahrräder fahren. Das ist sicherlich eine Bevormundung, aber sie bevormunden da, wo sie keine ordentliche Infrastruktur haben, auch die Radfahrer, diese Infrastruktur nicht zu nutzen. Also insofern, das ist Politik und das ist Verwaltung. Und Bevormundung, das gehört mit dazu. Es wird so sein müssen, dass bestimmte Flächen nicht mehr durch Autos zu befahren sind und auch nicht mehr geparkt werden darf zum Beispiel. Herr Janssen, was sagen Sie dazu? Ja, natürlich Mobilitätswende mit Vernunft, aber da müssen wir jetzt wieder mal Vernunft definieren, dann sind wir sehr wahrscheinlich wieder auf dem anderen Blatt. Aber ich richte mich. Es wirkt so übereilt, ja, hat der Fassbender gesagt. Ja, die Mobilitätswende so, bekomme so schnell, ich. Schnell, schnell und ja, alles muss sofort irgendwie erledigt werden und das sorgt dann für Chaos, wenn ich das so übersetzen darf. Ja, aber ich bin jetzt kein Bonner und kenne auch die Bonner Verkehrspolitik nicht, nur ich richte mich dann dagegen immer, wenn so ein Freiheitsbegriff und ich muss frei wählen können. Sind Sie doch mal ehrlich, wo haben Sie überall noch freie Wahlmöglichkeiten? Sie steigen ins Auto ein, Sie müssen sich anschnallen. Ist das ein Eingriff in Ihre Freiheitsrechte? Ja, das ist eine Erkenntnis. Das ist doch Ordnungsrecht, ist das entsprechend, ist das geregelt? Oder ein anderes Beispiel, was ich immer noch ganz gut finde, Sie erinnern sich sehr wahrscheinlich alle, vor 15 Jahren, 20 Jahren wurde überall geraucht. In Restaurants, in Zügen, ich weiß nicht wo, im Flugzeug. Damals ging die Kampagne, und das hatte ja auch seine Begründung, volkswirtschaftlichen Schaden, Gesundheitsschaden. Was ist gemacht worden? Man hat ein Ordnungsrecht gegründet. Und was war damals der Aufschrei? Untergang des Abendlandes. Aber man hat es geschafft. Fragen Sie mal, 95%, glaube ich, der Bevölkerung findet das mittlerweile auch gut. Ich kann aber immer noch rauchen, Herr Janssen, wissen Sie? Ja, das ist der Unterschied. Ich kann rauchen, wenn ich will. Ja. Nur ich kann nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren. Das ist dann verboten. Ja, das ist der Unterschied. Aber das ist ja das, wo wir, glaube ich, wenn wir länger diskutieren wollen, uns mal darüber einigen müssen. Es geht nicht um das Auto und das soll auch kein Verhältnis sein. Es geht um die Erreichbarkeit. Genau. So, und das ist auch ohne Auto möglich. Und auch mit Auto, aber so wenig Auto wie möglich in Innenstädten. 50% der Pkw-Fahrten, egal ob im Lande oder in der Stadt, sind unter 5 Kilometer. Da sehen Sie schon mal, was Sie da für ein Verlagerungspotenzial haben. Und das kriegen Sie nicht durch eine Freiwilligkeit hin. Das kriegen Sie hin, wenn Sie gute Angebote schaffen. Dann kriegen Sie das hin. Und daran müsste man gemeinsam arbeiten, um das nach vorne zu bringen und hier jetzt nicht Gegensätze aufbauen, sondern lassen Sie uns, und das wünsche ich auch der Stadtgesellschaft in Bonn, gemeinsam gucken, wo sind die Lösungen. Frau Neska, was würden Sie sagen, wie mobil kann man ohne Auto sein? Sie haben eine ganze Reihe von Angeboten eben aufgezählt. Was würden Sie sagen, wie mobil kann ich ohne Auto sein? Geht das? Ja, klar. Natürlich kann man mobil ohne Auto sein. ÖPNV, Deutsche Bahn, Fahrrad, zu Fuß, das geht alles. Aber wenn ich so ein bisschen Diskussion anschaue, vielleicht ist es genau, was wir brauchen. Wir brauchen diese Diskussion und wir brauchen, ich bewerte nicht Aktion für IHK oder ihr, aber am Ende ist genau unser gutes Recht in Deutschland, diese Diskussion zu führen, diese Aktion Mobilität gemeinsam zu gestalten. Und ich bin weiterhin das Ziel ist irgendwo klar. Es ist, wir wollen dabei sein, wir wollen mobil sein, wir wollen naturschönend sein und die Kunst ist, wie kommen wir dazu? Aber ja. Es passt ganz gut dazu. Ich habe vor der Sendung unser Saalpublikum mal befragt, die 200 Gäste, die hier uns die ganze Zeit schon lauschen. Und
Da war eine Frage, wie zufrieden sind Sie aktuell mit der Mobilitäts- bzw. mit der Verkehrswende in der Bonner Region? Und die drei Antwortmöglichkeiten waren gut, schlecht oder so mittelmäßig. Bei gut haben sich von 200 Leuten 3 gemeldet. Das ist durchaus ein Spiegel. Bei gut? Eine 3 haben es als gut empfunden und der Rest verteilt sich auf schlecht oder eben auf mittelmäßig. Da ist durchaus noch Luft nach oben. Herr Jansen, wie bekommen wir die anderen 197? Kann ich Ihnen nicht sagen. Sie jetzt immer nein, oder, ist doch überhaupt keine, Sie, nein, Sie ist, reden ist doch mit den Kommunen. Ja, aber das ist ja das, was wir auch den Kommunen sagen. Wir sagen den Kommunen ja nicht, da musst du diese Straße bauen oder da das, sondern wie schaffe ich die Mobilitätswende, wie schaffe ich die Rahmenbedingungen dafür? Und das, ich würde mich jetzt wiederholen, ich mache es aber nicht, sondern wichtig ist einfach, diese Kommunikation hinzukriegen, für was stehe ich und milieuübergreifend in der Stadtgesellschaft das entsprechend auch zu machen. Und die Haltung zu zeigen, man kommt an dem Thema nicht vorbei. Wer Ihnen das erzählt, glaube ich, ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist verantwortungslos. Herr Fassbender, ist die Kommunikation der Schlüssel? Auf jeden Fall, immer, ne? Und überall, also auch bei der Verkehrswende, ist klar. Das ist total der Schlüssel. Also ich sag mal, wenn Sie eben nur die Hälfte mitnehmen, dann fehlen die anderen 50%. So. Und das, ich sage immer, machen Sie ein Beispiel, stellen Sie sich an die Straße, zählen Sie einfach mal 20 Autos und dann entscheiden Sie, wie viele von denen, die da vorbeigefahren sind, sind gewerblich. So, das können Sie überall machen in Deutschland. Auf dem Land ist es natürlich weniger aussagekräftig wie in der Stadt oder auf den Zubringern. Das sind immer 70-80% sind gewerblich. So, das heißt, die üben gerade ihren Beruf aus. Die kriegen Sie einfach nicht weg. Die müssen fahren. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Mhm. Und da können Sie, wie gesagt, da können Sie 100 zählen, können Sie 10 zählen, können Sie 20 zählen. Das sind immer Fahrzeuge mit Aufdruck oder Altendienste oder. Also das ist ein Verkehr, der muss sein und der soll sein und der soll auch gerne elektrisch sein. Nur das Auto wegzudiskutieren, egal ob elektrisch oder mit Verbrennermotor, das halte ich einfach für nicht sinnvoll. Das macht einfach keinen Sinn, weil warum soll ich etwas, was erprobt ist, was wirklich funktioniert? Ja, wir haben ja Systeme von Transport, die einfach über Jahrhunderte oder ein Jahrhundert eingeschliffen sind. Das wegzudiskutieren macht keinen Sinn. Aber wo geht die Reise hin? Wie bekommen wir das alles bestmöglich hin? Kann man es wirklich, Herr Fell, kann man es wirklich allen recht machen? Oder Herr Jansen hat es ja auch angedeutet, da muss einfach mal das so entschieden werden. Er hat die Anschnallpflicht erwähnt, das Rauchen. Also ich sehe, was ist die Lösung? Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Die Lösung ist tatsächlich Angebote schaffen. Also es ist heute einfach schlicht und ergreifend so, dass das beste Angebot das für das Auto ist. Mhm. Die Straßen sind am besten ausgebaut. Es gibt überall alle möglichen Vorkehrungen haben wir getroffen für das Auto. Und die anderen Verkehrsmittel haben nicht die gleiche Angebotsqualität und wir werden kommunizieren können, was wir wollen. Solange es für die Menschen nicht erlebbar ist, dass sie sich auf einer Infrastruktur bewegen können, solange werden sie diese Infrastruktur nicht nutzen oder werden auch nicht umsteigen. Und seien wir mal ehrlich, auch die hier Partei immer ergreifen, Sie haben es ja vorhin selber auch gesagt, wir alle sind doch nicht nur Autofahrer. Nein. Und ich bin auch nicht nur Radfahrer. Ich denke, dass wir die Stellen finden müssen, die Situationen finden müssen, wo wir das adäquate Mobilitätsangebot machen müssen. Und das wird in der Innenstadt aus meiner Sicht in der Regel weniger das Auto sein. Das Gewerbliche mag noch mal etwas anderes sein, aber in der Innenstadt wird es weniger das Auto sein und auch die Zuwegungen in die Innenstadt wird auf ein paar Straßen und nicht auf allen Straßen sein können. Also es wird für die anderen Verkehre wird es gute Angebote geben müssen und das geschieht ja auch. Also in Bonn, das mag man, ich sag mal, wenn der erste Versuch gemacht wird, dann kommen immer alle gleich aus den Löchern und sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Man muss den Dingen Zeit geben und man muss sie erlebbar machen. Und durch das Erleben, durch das Erfahren werden die Dinge auch genutzt. Deswegen Zeit, ich gebe Ihnen recht, es braucht alles etwas Zeit, aber dafür darf man nicht jede Neuerung und jeden Versuch sofort platt machen. Das geht dann auch tatsächlich nicht. Diese Frage geht ja auch an die anderen 3 in der Runde. Also was ist die Lösung, Frau Nefka? Was ist aus Ihrer Sicht die Lösung? Angebote schaffen, haben wir ja auch schon gehört von Ihnen, wie Sie Angebote geschaffen haben und aktuell schaffen für Ihre Mitarbeitenden, um umzusteigen, um bei der Mobilitätswende mit dabei zu sein. Ist das der Schlüssel, die Angebote? Ja, ich glaube, Angebote.
Ich glaube, mit Kommunikation ist es auch wichtig, aber es ist nicht einzige. Wenn ich jetzt mit allen spreche und sage ÖPNV, ÖPNV, aber da ist Straßenbahn nicht da, bringt jetzt nichts, oder? Und ich glaube, Mobilitäts- und Verkehrswende, richtiges Wort. Sie haben recht. Es gibt Antriebswende von Diesel zu Elektro. Oder, und es gibt Mobilitätswende, ich steige um. Ich glaube, Verkehrswende wird in der Stadt und im Land anders aussehen. Mhm. Das ist schon der erste Punkt. Wir dürfen nicht mit einem Maß alles setzen. Und ich bin auch bei Thema Angebote. Wir sollen richtige Angebote schaffen, damit wir Freiheit haben zu entscheiden, womit ich fahren möchte. Mhm. Und meine Situation ist etwas anders. Ich habe lange in Bonn gewohnt, jetzt wohne ich in Köln. Und pendle jeden Tag oder drei Tage die Woche und ich habe Dienstwagen. Und eigentlich ist es mir zu teuer, das muss ich sagen, weil steht dann andere 4 Tage vor der Tür und ich habe noch Deutschland-Ticket und so weiter und so fort. Also ich habe Freiheit, viel zu haben, aber ich habe Freiheit, auch viel Geld auszugeben gerade. Ich hätte gern anders, wenn Angebot da wäre. Und da sind wir bei Angeboten. Und wir sind eigentlich, also ich mag es bequem auch, flexibel und dafür habe ich nicht überall passende Angebote statt heute. Ja. Herr Fassbinder, was ist die Lösung? Angebot ist bei Ihnen ein bisschen schwierig, da mit den großen Lkw, da kann ja keine Drohne vorbeikommen oder so. Nein, die wird es nicht geben in absehbarer Zeit. Auch Schwerlast-LKWs, die diese, sage ich jetzt mal, 3-4 Tonnen heben, die wird es wahrscheinlich auch nicht so schnell geben mit Elektroantrieb. Aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so notwendig. Es wird dann irgendwelche Ausnahmen geben und man wird sich auf den Weg machen, wird sich dahin entwickeln. Es wird immer mehr Elektromobilität geben. Aber der Weg dahin, das haben wir ja schon hinreichend besprochen, der Weg dahin ist, glaube ich, das Problem. Und am Ende des Tages wollen die Leute beliefert werden, müssen auch beliefert werden. Also die Ware muss transportiert werden. Es geht nicht anders und das muss über die Straße passieren. Also da gibt es keine andere Möglichkeit. Mhm. Aber ich möchte noch ganz kurz anschließen, weil Sie von Ihrem Unternehmen sprachen, was Sie umsetzen. Wir in unserem kleinen Unternehmen schaffen auch Angebote für die Mitarbeiter. Wir haben auch 120 E-Bikes, die benutzt werden. Also nur um das auch mal gesagt zu haben. Ja, wir produzieren den Strom, wir machen die Ladesäulen. Wir haben natürlich Elektrofahrzeuge, wir haben natürlich Hybridfahrzeuge im Einsatz. Das machen wir alles, um das auch noch mal ganz klar zu sagen. Also unser Unternehmen, Fassbinder Tenten, ist nicht gegen die Mobilitätswende. Ist auch nicht gegen Elektrifizierung, ist auch nicht gegen Elektromobilität, in keiner Weise. Ja? Nur nicht in dieser Geschwindigkeit und mit dieser Brachialität und Ideologie, der das umgesetzt wird. In der Stadt Bonn, Herr Jansen, wissen Sie, damit wir da auch klar ziehen, es ist einfach hier ein besonderes Problem, aus meiner Sicht. Ja? Aber was würden Sie sagen, Herr Jansen, zum Schluss? Was ist aus Ihrer Sicht die Lösung? Angebote schaffen, haben wir gehört. Kommunikation ist wichtig. Wenn ich jetzt die Lösung für alles hätte, wäre ja wunderbar. Aber ich glaube, jede Stadt, jede Kommune muss ihren eigenen Weg gehen. Aber dazu ist notwendig, diese Haltung zu zeigen, liebe Stadtgesellschaft, wir müssen uns auf den Weg machen, Mobilität zu erhalten. Und dazu gibt es die verschiedenen Verkehrsmittel. Und jetzt diskutieren wir das mal. Aber auf der anderen Seite, man muss sich Zeit nehmen, das ist richtig. Aber haben wir für viele Sachen noch so viel Zeit im Sinne der Klimakatastrophe? Das muss man sich wirklich mal anschauen. Und ich würde auch wirklich empfehlen, Wissenschaftler sehr ernst zu nehmen, was in letzter Zeit mit Kipppunkten durch die Presse auch endlich mal geht, Golfstrom etc., andere Themenbereiche. Das ist aber nur eins. Das andere ist Umweltflüchtlinge. Wir müssen tierisch aufpassen, dass das, was mit der Flüchtlingsproblematik bei uns war, nicht ein Kindergeburtstag ist gegenüber dem, was uns steht, weil viele Bereiche, gerade in der südlichen Hemisphäre, nicht mehr bewohnbar sind. Wo sollen die Menschen hin? Also wir haben eine riesige Verantwortung, nicht nur für unsere Kinder oder Enkelkinder, sondern auch für das Zusammenleben, für ein friedvolles Zusammenleben bei uns auf der Welt. Und jetzt kann man sagen, was soll Bonn jetzt dazu beitragen? Jeder hat dafür die Verantwortung. Und von daher denke ich mir, es ist gut, sich auf den Weg zu machen. So ist es. Gut, sich auf den Weg zu machen und nicht mit Vorwürfen von Ideologie kommen, dann müsste man mal einen Ideologiebegriff nochmal definieren, sondern wirklich nach Lösungen suchen. Das wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe Sie vier am Anfang etwas
Persönliches gefragt, wenn Sie sich noch erinnern, vor ungefähr einer Stunde, Sonnenuntergang und so. Jetzt kommt wieder was Privates, Persönliches. Ganz zum Schluss die Frage, mit wem aus der Runde können Sie sich vorstellen, gemeinsam mit einem Tandem durch Bonn zu fahren und weiter über die Verkehrswende zu diskutieren, Herr Fell? Na, mit allen natürlich. Das geht ja nicht beim Tandem. Mit einem Tandem, ja. Genau. Ich ahne, dass Sie sich in Bonn am besten auskennen, dann würde ich gerne mit Ihnen nach Bonn fahren. Aber ich sitze vorne. Frau Nevska, wie ist es bei Ihnen? Wer kommt mit aufs Rad? Ja, ich kann ich nicht so diese Kindersachen machen, dann nehme ich alle mit und dann fahre ich. Sie nehmen die alle mit. Ach so. Bonn und wir finden eine gemeinsame Lösung. Ja. Okay. Herr Fassbender, wie ist es bei Ihnen? Wer kommt mit aufs Tandem? Ich teile die Auffassung von Frau Dr. Nevska. Also ich glaube, der Kinderwagen vorne mit allen drücken ist wirklich die Ideallösung. Und da ist man sich auch viel näher und kann viel besser diskutieren. Ja. Herr Janssen. Was soll ich jetzt noch sagen? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist blöd, wenn aber man da zum Schluss ankommt. Ne? Aber ich würde es schon, die Frage finde ich in dem Sinne, deshalb interessant, mal einen Perspektivwechsel zu machen. Ich würde es gut finden, bei Ihnen mal mitzufahren, um das zu verstehen. Ja. Und ich würde auch freuen, aber Sie sind ja auch mit dem Fahrrad unterwegs, mal unterwegs zu sein mit einem Kinderanhänger, wo Kinder vorne drin sitzen und durch die Stadt zu fahren. Um einfach mal so ein Rollenverständnis, mal einen anderen Blick auf Situationen zu bekommen. Für beide Seiten. Dann sind wir uns doch am Schluss doch wieder ein bisschen näher gekommen, oder? Ja, genau. Ja. Wir waren ja lieb. Vielen Dank für meine Gäste, für Ihren Besuch. Vielen Dank an Sie. Im Kammermusiksaal vielen Dank an das Studiopublikum, an das Saalpublikum, dass Sie so zahlreich dabei waren. Und natürlich danke an Sie zu Hause, bei der Arbeit, wo auch immer Sie uns gerade streamen, wo Sie uns gerade per Internet sehen. Mit einem Zitat zum Thema Mobilität möchte ich gerne enden. Ein Zitat eines unbekannten Autoren oder einer unbekannten Autorin. Von Jahr zu Jahr braucht man weniger Zeit, um über den Ozean zu gelangen, aber immer mehr Zeit, um ins Büro zu kommen. In diesem Sinne, einen schönen Abend.